Gibt es hier eine Legende? Irgendwo? Nee, aber da hinten haben wir die nächste Hauptquest. Und hier noch ein reicher Mann-Quest. Und hier noch ein reicher Mann. Und da nochmal. Können wir ordentlich Geld verdienen. Da ist die Taubenfrau. Ich habe keine Ahnung, was das ist. Aber das finden wir alles noch heraus. Ich will hier auch ein bisschen mal erkunden. Jetzt, wo wir im freien Spiel sind. Ups. Was geht denn hier ab? Alle sich nur am Erbrechen. So. Was? Nein. Okay, hier haben wir feindliche Basis gefunden. Ich hoffe, die sind jetzt nicht hinter mir her. Doch, da hinten kommen die schon. Einer läuft ja sogar mit einem Schild. Ja, dann ergreifen wir mal lieber die Flucht. Kann die Polizei uns vielleicht helfen, wenn die uns angreifen? Ne, die sind schon komplett weg. Hier noch ein Pawnshop. Was hat der denn hier? Flaschenprinzip. Beschießt Feinde während eines Basisangriffs mit Flaschen. Hohe Feuerrate. Thank you for visiting Bumville's number one pawn shop. Heading up. Jo. Ouch. Too good, pal. Fetch you something long and hot. Aufnehmen, Boxenblock. Was ist hier jetzt? Halten, Blaupause und lernen. Ein von 19 Blaupausen gefunden. Zerknüllte Hülle, kann ich damit irgendwas machen? Hier, der hat doch noch was zu trinken. So. Okay, wir lernen hier immer wieder neue Blaupausen kennen. Hier, was ist das hier? Feel free to look around. Oh, hier können wir Alkohol holen. Kann ich bei ihm sonst noch irgendwas machen? Nee. Enjoy your day. Jo, danke schön. Wie wächst unsere Lebensanzeige wieder? Wie wird die voll? Ich weiß es nicht. Ah, okay. Jo, ouch. Don't you dare die on me! Jo. Nice, haben wir erledigt. Kommen wir kaputt? Dann halt nicht. Oh, hier haben wir Schrott. Daraus können wir doch bestimmt was bauen, ne? Ah, nice. Sammeln wir erstmal alles. Hier gibt's nichts mehr. Und hier noch. Erstmal Müll wühlen. Finde ich super. Oh, nice! So, was denn damit? Ah, Blaupausen lernen. Ah, die leuchten können wir lernen. Okay. 2 von 19. Gibt es hier noch irgendwas zu lernen? Oder hier?
Wo ist Karl? Karl! Yeah, I can hold on to that for you. So. Gibt's hier noch irgendwas? Da war was. Wo ist das Ding hin? Da war doch gerade noch was zu essen. Auch wenn es nicht gerade lecker aussah, es war was zu essen wenigstens. So. Genau, warte mal. Hier. Go away. Hier. Für einen Kuss. $1 für einen Kuss. Aber nicht. Okay, wir können auch nicht einbrechen. Ah, das sind Tauben. Guan und Orangensamen. Also, das Game ist bisher richtig nice, finde ich. Ist mir jetzt ein bisschen zu viel, doch. Was haben wir hier? Irgendwas macht dieser Pilz hier. Okay, die sind weg. Haben wir hier nochmal Müll? Nice. Das haben wir. Okay, den Müll können wir nicht absuchen. Wo ist die hin? Und die ist weg. Hier, Karl. So. Nee, sowas brauchen wir nicht. Hier haben wir Holz. Karl, da. Du musst die aufgewertete Fähigkeit Tauben-Shuriken anwenden, um dieses Schloss aufzubrechen. Okay. Wie geil das mit Tauben gerade, wie die in der Wand hängen. So, aber wir bleiben dann lieber mal beim Boxen. So, was haben wir hier jetzt alles? Nee, das wollte ich jetzt nicht. Aber egal. So, was ist damit? $0.30 haben wir gewonnen. Nice. So, und wir müssen dahin, diese Richtung. Was ist denn das da für ein Laden? What? Toys for Us. Können wir hier rein? Nee, schade. So, Karl, komm. Wir wollen weiter. Können wir hier hoch? Ja, wir können hier hoch. Nice. Habe ich den erwischt? Amazing Show. Yo. Hier erstmal so ein paar Kanonen. Nice. Karlchen, wir haben hier was. Do we really need it?
it. Ja, brauchen wir. So, was ist denn das? Clownbeere. Keine Ahnung, was das macht. Sind wir erst Propangasflasche. Das ist interessant. Ja, wir machen jetzt erstmal die Quest. Scrap only. What do you want, Pukestein? Hook you up with free materials, huh? Oh, Mr. Jello can hook you up, all right. Hook you up your ass! Why not go and ask my competition for freebies? They can afford it. All my customers already left those fuckers. More professional, more not a mentally unstable clown with a hook for a hand! Uh-huh. Idiots! My place has the most bang for the buck. My stuff is dynamite! Take that silly card of yours and go tell them that I won't go down quietly! Wait! Sorry, I'm a little bit short fused lately. My psychiatrist says I need to be more grateful for what I have. I try, I really do. It's hard when someone tries to demolish something you have. Hello, dealer. Ich finde das bisher recht super hier. I'll find you some free stuff, huh? What do you think? Great. Here's a thank you gift for my competition. I strapped it on your shopping cart. Just be sure to drop it off at the exact spot I marked on the map before the timer runs out. It's your place after you make the delivery. Good luck. I hope you enjoy fireworks. Can't say that I have a good feeling about this. Ja, habe ich auch gerade kein gutes Gefühl. Ich habe auch keine Ahnung, wo. Ich habe keine Ahnung, wo ich hin muss. Ah, da hinten, ich sehe es mal auf der Map. Die gelbe Markierung. I would be silly to assume that he just strapped explosives to me. Right, pal? So. Probably nothing to worry about, but step on it, will you? Ja, ich geb Gas. Oh God, are we there yet? Ja, gleich. Dauert noch ein bisschen. Ouch. That awful beeping. Ah, da vorne. Wait, da sind wir schon da. Just get faster. Short Fused, haben wir noch einen Erfolg. Nice. It was a fucking bomb! Curse that balloon, fucker! Never trust a clown! Never! Speaking of balloons, let's blow! Jo, ach du Scheiße. Vier Sterne. Ja, dann beeilen wir uns mal. Entkommen der Polizei. We've lost them, but for how long? Ja, ich hoffe, die entdecken uns nicht. Ich hoffe, die finden uns nicht wieder. Ah, da waren sie schon. Dann gehen wir mal hier rein. Autsch. Da hinten ist wieder einer. Ah, den haben wir gesehen. Ja, wie kann man denen entkommen? Ah, ne, da ist schon wieder einer. Und wir fahren genau denen entgegen. So, wir versuchen mal hier. Quick, find a place to hide. Do you find dogs hot? Because I do. Ich hoffe, hier finden die uns nicht, entdecken die uns nicht. Ah, nice. Level 8 Boom, was? So überleben. Machen wir mal auch. Hier starke Lunge, erhöht deine maximale Ausdauer. Verbrauchsgegenstände stillen mehr Durst und Hunger. Hunger und Durstleister werden langsamer. Ja. Vergrößert Karls Inventar. Erhöht Karls Geschwindigkeit.
Bei Ressourcen erhöht deine Chance auf den Erhalt besserer Gegenstände beim Durchwühlen von Müll. Erhöht die Chance beim Battle mehr Geld zu verdienen. Du verlierst weniger Geld, wenn du ins Krankenhaus kommst. Sinkt die Preise in Läden. Stelle zwei Mixturen aus einem einzelnen Set Zutaten her. Erhöht die Menge der durch Ernte erlangten Alchemie-Zutaten. Alchemie kann man hier auch machen. Immer wenn du eine hergestellte Mixtur anwendest, besteht die Chance, dass sie nicht verbraucht wird. Ah, nice. Was mit Basil? Eingepflanzte Samen wachsen schneller. Creeps verschaffen dir mehr Gegenstände, wenn sie ihre zugewiesenen Missionen erledigt haben. Also senkt die Materialkosten für alle Bauwerke. An allen Bauwerken wird nach dem Ende von Überfällen ein wenig Robustheit wiederhergestellt. Verteidigungsbauwerke verursachen mehr Schaden. Erhöht die Robustheit aller Bauwerke. Du erntest mehr Verbrauchsgegenstände aus Pflanzen. Und hier jetzt Kampf. Taubenfähigkeiten, Abklingzeit werden verkürzt. Häusungsdienst, Nahkampfschaden wird erhöht. Da wäre ich auf jeden Fall für. Die Geschwindigkeit von Nahkampfangriffen wird erhöht. Finde ich auch super. Jeder Schlag kann einen Feind potenziell umwerfen. Reduziert eingehenden Schaden, wenn dieser geblockt wird. Die Polizei hört schneller damit auf, dich zu suchen. Da wäre ich auf jeden Fall für. Elektroschocker verlangsamen dich nicht. Wir machen erstmal den hier. So. Ach, ich habe immer noch welche? Ne, habe ich nicht. So. $27 haben wir. Und wir gehen nochmal kurz zur Hauptquest. So. Und dann hier lang. Ich glaube, fürs Kämpfen kriegen wir aber auch hier Erfahrungspunkte. Hier haben wir was zum Lernen. So. Jo, fürs Kämpfen kriegen wir auch. Nice. Und das können wir lernen. Nice. Ah, okay. Und was hat das jetzt gebracht? Dafür, dass wir jetzt eine geraucht haben. Ah, geil, Propan. Dann hier nochmal was. So, was haben wir hier? Got it. Okay, mehr haben wir hier nicht. Ah, was ist das? Ah, das ganze Ding können wir auch noch. Karl kann diesen Gegenstand nicht aufnehmen. Ah, okay. Muss ich schon kaputt machen, okay. Kann ich den hier mitnehmen? Hat die Polizei jetzt aber nicht gesehen, ne? Gibt's hier noch was? Kann ich irgendwie bücken mich? Nee. Ah, hier haben wir auch noch was. Nice. Na, eine ganze Heizung. Achso, Karl. Okay, den können wir erstmal nicht mitnehmen. Scavengers, coming soon. Okay, komm, wo ist Karl? Karl, hier bin ich. Nee, ich wollte... Ah, oh, toll, das Falsche. Aber egal, das essen wir auch nochmal. Wollte jetzt aber mit dir fahren. So, das war knapp. Mit der Polizei.
So, hier haben wir nochmal einen Pawnshop. Ich glaube, in dem waren wir noch nicht drin, ne? Hat er denn hier? Achso, bequemes Bett hat er doch hier. $10 kostet nur. Someone was coming to buy this back. Ah, never mind. Tell your friends we've got the best prices for gold and silver. Nein. So. Ah, hier ist er. That was bombastic. It's time for me to fulfill my part of the bargain. I install a recycling box in your base. See what works. Simply throw junk in there, and I'll recycle it and provide you with raw building material. Ah, okay. As promised, here are some free additional materials. And make sure you store them somewhere so they can be available for construction work. Da können wir alles bei ihm auch einlagern. Fixing that chicken coop of yours. Never. Pigeon coop. Man, you are strange. Anyway, if you want to craft repair kits, you're gonna need a workbench. Why not construct that first? Drücke R, um in den Baumodus zu wechseln. Ach, R ist das. Drücke Tab, während du dich im Baumodus befindest, um eine Liste der verfügbaren Bauwerke zu öffnen. Gesperrt, okay. Was haben wir hier? Produktion. Herstellungstisch. Können wir da. Was da ein einfaches Reparaturset? So, Utility. Truhe, große Truhe, Pappleiter. Du kannst eine Leiter nur in einem unbesetzten Raum zwischen zwei bestehenden Stockwerken bauen. Aber eine Pappleiter, die wird dort nichts halten. Querbett haben wir hier schon mal. So, Kochen, Garten, Verteidigung, Bauwerk, Dekoration, Produktion, Recyclingtonne, hier Defibrillator, Pennerherberge, Kupferschmelzofen, Fähigkeiten hier, Schurikenstall, Schnäbelstall, Taubenstall. Wo finde ich, Lebensdauer 150 von 150? Finde ich das jetzt hier unter Utility, muss das doch sein, oder? Antenne. Eintopf, Kochstation. Kleiner Blumentopf, mittlerer, großer, hier kleiner Guano-Sammelbehälter, großer Guano-Sammelbehälter, Landmine, Flaschenschleuder, Flaschenprinzip, hier Bauwerke. Ah, hier geht es sogar so noch weiter. Krass, ich kann hier ganze Häuser bauen. Und Dekoration kann ich hier auch noch machen. Wo finde ich jetzt? Wo? Wie finde ich jetzt das Reparaturmaterial? Nochmal Baumodus? Wurde mir jetzt irgendwie doch nicht erklärt. Muss er doch hier gewesen sein, oder nicht? Schaltet die Fähigkeit Hurricane oder... Ah, ne, warte. Wir haben doch das hier gemacht. Hier, einfaches Reparaturset. Herstellen. So, wo liegt denn das? Habe ich mein Inventar? Ach, hier. Eines nehmen. Ah, okay. So macht man das. Time for me to blow. Remember that you can visit my place to buy rare material.
I might even give you some in exchange for more gift deliveries. Du kannst bei Herrn Jello jetzt Materialien kaufen. Ah, nice. Du kannst deine Taubenfähigkeit jetzt im Taubenstall aufwerten. Good job, pal! I didn't like the part where I was a living bum, but I am glad that it worked out in the end. Huh? The creeps are in danger. Meet me as soon as possible. Your trusty spy, Bugsy. That doesn't sound good. We should pay our spy a visit right away. Du hast nicht zugewiesen. Ja, Talentpunkte, nice. Haben wir wieder einen. So, dann wollen wir aber hier das hier machen. So. Und dann würde ich sagen, ich mache ein kleines Päuschen nochmal ganz kurz auf Toilette. Und dann bin ich auch gleich wieder da. Bis gleich. So, und da bin ich auch wieder. Wir sind schnell aus der Pause zurück sogar. Und da hinten sind wieder Creeps, die Bugs. Die wollen wir kaputt hauen. Beziehungsweise. Ah, nice. Bisschen was zu trinken. K kann diesen Gegenstand nicht aufnehmen. Ah, dann wahrscheinlich. Nee, warte. So. Diesen Vandalismus ist immer gut. Dann wollen wir. Upp. So. Und dann gehen wir mal hoch zu den Bugs. Machen die mal kaputt. Ja, nice. Die ging aber schnell kaputt jetzt. Gibt es irgendwas zum Lernen? Das da. Das können wir lernen, die Bank. Okay, dann machen wir erstmal da hinten. Wo ging es nochmal zurück zur Basis? Ah, nice. Machen wir Kartons. So geht's auch. Oder auch nicht. Und hier einmal wühlen. Nice. Ja, Karl. Du musst auch fangen, Karl. Karlchen. Inventar ist voll. Okay, was machen wir dann jetzt? Wenn der Inventar voll ist. Oh, hier geht's runter. Was gibt's denn hier? Glühpilz. Oh. Ja, nice. Gönnen wir uns. Und hier haben wir eine Feder. Erste von 50 Federn. Nice. Ah, wir haben hier. Hoppala. Ich wollte das nicht werfen, sondern essen. Und hier was trinken. Aber wir gehen erstmal zurück zur Basis. $17,73 haben wir noch. Creeps Turf. So, was können wir hier eigentlich noch machen? Nägel könnten wir herstellen. Was können wir hier machen? Holz, Schrott, Pappe, Nägel brauchten wir.
Wo haben wir Nägel? Hier. Dein Inventar ist voll. So, was können wir eben rausnehmen? Oder wir lassen das erstmal so, dann machen wir erstmal vielleicht die Quest weiter. Oder warte, wir können da bestimmt einiges verkaufen, wir brauchen ja Geld. Ha ha ha!